Nacht von 30. auf 31.05.1945. Gerda Schnirch, die Mutter von einem Mädchen, die nur ein paar Monate alt ist, wurde mit ihren persönlichen Sachen mit einigen anderen Deutschen aus Brno Richtung Wien vertrieben. Ein erschöpfender Marsch endet in Pohořelice, wo viele vertriebene Menschen an Epidemie von Typhus und Dysenterie sterben. Gerda und einige anderen deutschen Frauen wurden dank der Möglichkeit der Zwangsarbeiten in Südmoravien geritten. Da bleiben sie auch nach der Beendigung der Transporten. Tak prostě spadla a nemohla už. A tak kličela na té silnici a sepnatýma rukama kličela a prosila toho průvodce, aby ho nechal chvíli odpočnout. A on vzal pušku a tou pažbou ju praštil po hlavě a ona se svalila. Co bylo dál, nevím, maminka mě táhla honem pryč, ale určitě bylo po ní. Also los Gerda, Sudetenkomplex 5-mal anders. Die Sieger schreiben die Geschichte. Ein Dokumentfilm an Motiven des Romans Die Vertreibung der Gerda Schnirch, der Todemarsch in Erinnerung der Teilnehmer, historische Fakten der Brno Vertreibung und Erklärung des schwarzen Punkts der deutsch-tschechischen Geschichte.